Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Und vor einiger Zeit hatte ich euch ein Video gezeigt mit einem Experiment, wo ich Taschentücher gefärbt habe, und zwar mit einem schwarzen Filzstift und Wasser. Und nachher habe ich daraus diese super schönen Blumen gebastelt und einige von euch haben gefragt, geht das auch mit anderen Farben? Und ich dachte, ich zeige es euch einfach mal, wie es aussieht, wenn man das mit Rot und Blau macht und auch einem Taschentuch. Hier habe ich wieder ein kleines Becherglas stehen. Und ich mache das gleichzeitig mit Blau und Rot. Dafür male ich in diesem Fall zwei Halbkreise auf. Bei Schwarz hatte ich einen kompletten Kreis in Schwarz aufgemalt. Es ist wichtig, dass eure Filzstifte wasserlöslich sind. Also Addings funktionieren nicht. Und auch alle anderen nicht wasserlöslichen Stifte funktionieren nicht. Das ist der erste Halbkreis. Und hier kommt der zweite in Blau. Bei Schwarz war es so, dass sich die Farben wirklich aufgespalten haben, aus denen das Schwarz besteht. Da war einmal dieses Blau enthalten, das ihr hier oben seht, und dieses Rosa. Und jetzt also die Frage, was ist im Rot drin, was ist im Blau drin? Oder ist es nur Rot und Blau? Ich ziehe hier einmal mein Taschentuch zusammen und stelle es ins Wasserglas hinein. Und ihr seht, die Farben werden schon nach oben gezogen. Das Experiment ist dann beendet, wenn hier wirklich nur noch klares Wasser hineingezogen wird. Dann nehme ich mein Tempo heraus und drücke es unten etwas aus. Und ich entfalte es einmal und zeige euch das Ergebnis. So, natürlich hat die Farbe jetzt auch etwas abgefärbt. Also das Rot hier und auch das Blau hier oben ist natürlich von der Gegenseite rübergekommen. Aber Entschuldigung, ihr seht, hier ist auch helleres Blau und hier dunkleres, also das hat sich schon aufgespalten. Und hier am Rand, und zwar überall, sieht man so leicht violett schon. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite um das Rot herum so einen ganz leichten Gelbschimmer. Aber dafür lasse ich das Tempotaschentuch jetzt erstmal gut trocknen und dann zeige ich euch das Ergebnis nochmal. So, ihr seht, ich habe das Papier jetzt einmal komplett trocknen lassen und die Farben sind jetzt auch deutlich besser zu erkennen als auf dem nassen Tempotaschentuch. Und ihr seht hier wirklich, das Blau hat sich aufgespalten in einen helleren Ton und einen dunkleren Ton. Und hier oben ist wirklich überall durchgängig ein rosaner Rand zu erkennen. Es hat auch nichts zu tun mit der roten Farbe, die teilweise abgefärbt hat hier innen. Sondern das ist nochmal ein anderer Farbton, wenn ihr genau hinschaut. Viel pinker. Und auch hier gibt es noch eine weitere Farbe, nämlich so ein ganz leichtes Orange. Das hat sich aus dem Rot herausgespalten, weil im Rot hat es sonst keine weitere Aufspaltung gegeben. Also auch hier ein ganz interessantes Ergebnis. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen, Wünsche oder Vorschläge habt, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare. Auch natürlich, wenn ihr sehen möchtet, dass ich das Ganze nochmal mit weiteren Filzstiften mache. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!